Schade, dieser Drehbuch. Das ist ja wirklich ein Drehbuch. Leo Lukas, Olivier Lendl, Werner Blix und das ist doch das Schauraumschiff Enterprise. Ne, okay, Raumschiff Ja. Enterprise, entschuldige, das ist ein literarischer Abend. Entschuldige, nein, Moment, das ist hohe Literatur, Raumschiff Enterprise. Raumschiff Enterprise? Hohe Literatur. Hohe Ja, es war aber Literatur? schlecht besetzt. Wo ist das schlecht Es besetzt? waren super Texte, aber schlecht besetzt. Wir haben das aber schlecht gespielt. Das hätten wir müssen ordentlich besetzen, dann wäre es gekommen, so richtig. Aha. Ja. Was heißt das jetzt? Was wäre, wer, was, Genau. wie fällt Oscar dir Werner vor? als Captain Kirk zum Beispiel. Das heißt. Oscar Werner als Captain Kirk. Na, aber zum Beispiel, wie heißt der? Wie heißt der von der Wusso? Na, ich spreche vom. Albert Fortell, der war auch super, aber nur so als Opfer. Was sagst du? Einer von uns ist gestorben und siehst draußen so im Weltall. Ja, das wäre nicht schlecht. mit vielen Nägeln von Nagelautomaten erschossen. mit Hochdruck. Na, das könnte ja super spielen. Otto Schenk als Otti als Scotti zum Beispiel. Das wäre. Ah, du meinst überhaupt österreichische Granden. Hans ja. Moser. Was? Ist eine österreichische. Als Diener. Sulu. Hans Moser als Sulu. Als Sulu. Genau, das war super. Mhm. Ist super. 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 Dann gibt es noch, wer ist noch super bei uns? Bruno Kreisky. Bruno Kreisky. Naja, nein, aber super ist er. Aber der wäre der Spock, Mastermind. Bitte, hast du den Sickerwitz? Entschuldigung, ich muss ihm einen Sickerwitz erzählen. Weil, hat jemand von euch die Romy-Verleihung gesehen? Gott sei Dank, Menschen mit Haltung. Oder kein Fernseher, keine Ahnung. Da hat irgendjemand hat gesagt, der Alfred Gusenbauer hat beschlossen, als er Bruno Kreisky gesehen hat, wie er Bundeskanzler geworden ist, dass er auch einmal Bundeskanzler werden will. Bruno Kreisky ist 1970 Bundeskanzler geworden und Alfred Gusenbauer ist 1960 geboren. Mhm. Das heißt, der ist mit 10 nur in der Soundkisten gesessen. Das ist das sehr schön. Die anderen sind schon längst mit dem BMX-Rallye rumgeglüht und gesagt, ich werde Bundeskanzler. Stimmt. Musst du mal überlegen. Sehr erschütternd. Wegen Bruno Kreisky, sag ich das jetzt. Da hat er eine genauere Karriere rechnen. Okay. Sie müssen sich vorstellen, da ist ein Weltraum. Unendliche Weiten. Der Protagonist ist ein etwas korpulenter Amerikaner. In seinem, wie die heutige Jugend wohl sagen würde, neckischen Niki-Pullover. Der mit seiner 200 Mann starken Besatzung, von der man aber immer nur dieselben 5 Visagen zu Gesicht bekommt, in Gegenden vordringt, die noch nie zuvor ein Mensch betreten hat. Und das ist auch gut so, sehr gut so. Ich lese jetzt aus dem Logbuch. Sternzeit 34819-47. Fliegen. Wer fliegt so spät durch Zeit und Raum? Ich bin es, Kurt, man glaubt es kaum. Ich sitze hier auf meiner Brücke und flitze durch der Sternenlücke. Galaxien, haufenweis und mittendrin die Enterprise. Was birgst du, Otti, so bang dein Gesicht? Kapitän, ne Ticking Gong, nein, mit den 10 Sitten nicht. Zulu, ich bin Gicht geplagt, machen Sie mir einen Sichtkontakt. Bitte, natürlich, der Kapitän schreit und wer ist der Schakel, der Zulu? Bitte sehr, bitte gleich, Sichtkontakt kommt sofort. Ui, Jäger, gleich schießen's. Oh. Na, das nenne ich einen Schock. Schadensmeldung, Mr. Spock. Schadensmeldung, Mr. Spock. Wieso Spock? Du hast ja gespielt die Uhura. Naja. Nein, Spock. Ah, nochmal? Na, das nenne ich einen Schock. Schadensmeldung, Mr. Spock. Schatze, ich bin der Meinung,
dass wir nach Auswertung aller uns zur Verfügung stehenden Daten, und ich sage das durchaus mit dem gebotenen Respekt, aber auch mit dem Wissen um die weit überschätzte Bedeutung unseres politischen Gegners, dass wir also nach einer exakten Analyse der über politisches Geplänkel weit hinausgehenden feindseligen Konfrontation. Und wenn ich sage Konfrontation, dann meine ich das auch so. Das können Sie mir bitte glauben. Was wir also sagen können, na, passiert es nichts. Ja, wir müssen das Feuer erwidern. Wieder in der Check of Pussy. Servus, hast du vielleicht doch bitte keine Idee? Naja, was soll ich sagen? Schauen Sie, wir hatten ja damals nichts. Wir hatten ja nicht einmal was zum Lesern. Bevor es das Schiff noch mehr verschandeln, geht zum Klingoner, nicht verhandeln. Was bringe ich mit? An Ramazzotti. Ah, also, beam mich rüber. Ah, gut, dann werden wir ihn den Kapitän. Das muss so richtig zum Feind dahin. Da hinüber. Hinüber, beamen. Zulu Energie. Was hat das noch gesagt? Energie. Es geht noch mal was auf. Energie. Bitte, das ist ein Hydrant. Zulung, was ist denn? Nicht der Busse, Zulung. Drück drauf, es gibt doch Gas. Doch endlich ein Gas. Bitte, muss jetzt drauf drücken, Gas geben, bitte. Wie bimmern wir ihm denn? Zaudere nicht, mein treuer Knappe, trug den Knopf und heut die Pappe. Bitte, was ich mir bei dem Beamen schon verkühlt habe. Na, um Gottes Willen, Was ist das? Klingonenraum schief, es verfärbt sich, es bläht sich auf, riesige Dinge, Tentakel, das ist ein ganzes, ein gigantisches Wurmloch, alle Bordtoiletten werden gleichzeitig entleert. Wo siehst du denn? Egal, was jetzt fort ist, kann ich nicht mehr da. Lecker, jetzt ist weg das Schifferl. Und so weiter und so fort. Ab jetzt wird es banal. Ich möchte sagen, krass. Ich weiß,
Der Frau Löffler hätte das wieder gefallen. Sie hat immer ihre Klingonen verteidigt. Aber ich versichere Ihnen, dieses Logbuch ist schlecht. Wie sagt der Dichterfürst zum Schluss? Die Mannschaft ist betroffen, der Captain weg und alle Fragen offen. Dankeschön.